So schlägt unser 300.000 Euro Aktienportfolio seit 4 Jahren den S&P 500. Wie wir das gemacht haben, mit welcher Strategie wir da dran gegangen sind und was wir jetzt zukünftig vorhaben mit diesem Portfolio, das alles besprechen wir jetzt hier tatsächlich in diesem Video. Ich zeige dir unser eigenes Portfolio, das ich selbst gebaut habe, hier mit uns in der Firma zusammen. Das alles ganz transparent für dich. Es geht los. Lass uns loslegen. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Joshua Halter, ich bin Börsenhändler und angehender zertifizierter Investmentfondsmanager. Und wir begleiten unsere Kunden bei ihrem Vermögensaufbau, bei der Optimierung ihres Portfolios und beim Schutz ihres Vermögens. Und genau deswegen möchte ich heute auch tatsächlich mal einen Einblick in unser eigenes Portfolio geben, und zwar auf dem YouTube-Kanal. Wir haben das Ganze schon sehr transparent auf unserer Internetseite. Das zeige ich dir einmal hier. Da gehst du einfach auf unser Depot und dann hast du das gleiche Depot, das wir jetzt hier mit dir zusammen besprechen, 1:1 nochmal abgebildet. Dann kannst du es auch, wenn du möchtest, gerne nebenbei laufen lassen. Einfach nebenbei ein bisschen durchscrollen, ein bisschen reinschauen. Das ist das gleiche Depot, hier ein bisschen zeitversetzt tatsächlich. Das wird sich gleich wieder aktualisieren. Aber du siehst, das ist unser Depot, das hier ist auch mein Account. Und da gehen wir auch jetzt ganz gerne mal rein. Was haben wir denn tatsächlich gemacht und vor allem, wie ist die Performance gelaufen? Schauen wir einmal kurz rein. Das Depot hat aktuell einen Gegenwert von 303.900 Euro. Das heißt, ist seit September, seitdem wir begonnen haben, beziehungsweise seitdem ich begonnen hatte, hier mit einer ganz kleinen Aktie hier, ist es um 102% gewachsen. Das entspricht einem internen Zinsfuß von 33,7%. Investiert sind seitdem 150.000 Euro. Und er ist ein bisschen was realisiert und ein bisschen was an Dividende kam auch raus. Das entspricht etwa 1,5%. Das entspricht im Prinzip der Dividende eines ganz normalen MSCI World. Das heißt, auch wenn ich hier jetzt nicht, und das wirst du gleich sehen in den Aktien, nicht auf Dividendenaktien gesetzt hatte, kommt hier doch ein bisschen was immer gerne bei rum. Das nehmen wir natürlich gerne mit. Und das wird auch nochmal ganz wichtig hier, dieser Teil, wenn wir jetzt gleich besprechen, nachher hinten raus, wie möchten wir mit diesem Depot jetzt umgehen. Eines wird dir jetzt schon aufgefallen sein. Was du hier sehen kannst, ist, dieses Depot ist nach und nach mit größeren Tranchen aufgebaut worden, nämlich immer zwischen 5.000 und 10.000 Euro. Das hat den Grund, dass ich ein sehr, sehr großer Verfechter des sogenannten konzentrierten Portfolios bin und das hier auch nicht mein Privatdepot ist. Und ich tatsächlich damit auch so ein bisschen, da bin ich auch sehr, sehr transparent, gerade in dieser Anfangszeit hier, das war noch vor meiner, ich gerade in dieser Zeit auch sehr, sehr gerne damit ein bisschen experimentiert habe und größere Summen dann dort reingesetzt habe mit der Intention, später ein Portfolio aufzubauen, das dann aus 16 Aktien besteht. Warum 16 Aktien, komme ich gleich mal ganz kurz drauf zu sprechen. Daraus kannst du allerdings hier schon absehen. Ja, es gab immer eine Outperformance tatsächlich, aber die ist mit sehr viel Volatilität bezahlt worden hier. Das ist, als das Depot angefangen hat, langsam mehr Positionen im Depot zu haben, siehst du auch, dass sich das deutlich beruhigt hat. Und was du sehen kannst, das möchte ich dir hier mal ganz kurz zeigen, du siehst, dass dieses Depot eigentlich relativ zum Markt hier tatsächlich eigentlich fast eine ähnliche Volatilität hat. Das heißt, es ist nicht extrem, das heißt, sie ist nicht identisch, das kann gar nicht, das funktioniert ja gar nicht, aber sie ist nicht extrem, obwohl wir hier ein sehr konzentriertes Portfolio haben, zu dem Zeitpunkt hier immer noch keine 16 Titel. Und du siehst, auch mit relativ wenigen gut ausgewählten Aktien kannst du es schaffen, die Schwankungsbreite im Depot nicht exorbitant ausufern zu lassen. Das ist absolut möglich. Jetzt schauen wir mal ganz kurz rein. Das ist ja wahrscheinlich das, was dich am meisten interessiert. Welche Aktien haben wir denn tatsächlich im Depot? Und was kostet uns das Ganze und wie ist das aufgestellt? Was du sehen kannst, das ist eine meiner bevorzugten Methoden, das Ganze zu tun, ist, Depotgrößen immer irgendwo abzuschneiden. Das heißt, meine Depotgrößen sind nie so, dass ich irgendwann hingehe und sage, ich zeichne das mal gerade auf, ich habe hier ein Gesamtdepot und da habe ich Aktien drin, die dann irgendwann wirklich fast die, ein Viertel davon einnehmen und habe dann den Rest hier, weil dann bin ich irgendwann sehr, sehr abhängig genau von dieser Aktie hier oben. Und je mehr ich diese Aktie dann höher gewichtet, umso eher ist auch meine Performance dann von dieser einzelnen Aktie abhängig. Das ist alles schön und gut, solange es nach oben geht, aber wenn ich Aktien habe, die vorher, sage ich jetzt mal, 5% meines Depots aufgemacht haben und die haben jetzt, sind jetzt hoch auf 20% und ich habe das nicht irgendwo mal ein bisschen limitiert, dann ist die Gefahr sehr, sehr groß, dass ich hier irgendwann auch mal eine Korrektur reinlaufe und dann die Gewinne tatsächlich hier vielleicht auch vergesse mitzunehmen. Natürlich passiert das nicht jedem,
Aber tendenziell kann sowas natürlich auch passieren. Das heißt, es macht schon sehr, sehr viel Sinn, das Ganze auch sehr konzentriert zu machen. Und ich bin tatsächlich auch nicht so abhängig in diesem Gesamtportfolio von einer einzelnen Aktie, was die Rendite angeht hier, dass ich dann hier so einen großen Bruch im Portfolio habe, wenn eine Aktie dann irgendwann mal den Weg nach unten antritt. Das heißt, ich habe dann die Last so ein bisschen auf mehrere Schultern verteilt, obwohl ich eigentlich nur 16 Aktien im Depot habe. So, warum jetzt eigentlich nur die 16 Aktien? Das ist ein Prinzip, das möchte ich dir einmal ganz, ganz kurz, ganz einfach darstellen. Und zwar gibt es eine ganz, ganz tolle Studie, eine ganz, ganz tolle statistische Studie, die mal ausgerechnet hat, dass ich das spezifische Risiko meines Portfolios, dass ich das mit 16 Aktien zu 93% mit 16 Aktien ausmerzen kann. Heißt so viel wie, eine Pleiteaktie in meinem Depot kümmert mich nicht mehr so sehr, wenn diese Aktien, das siehst du nämlich auch gleich, sehr, sehr breit in Branchen, sehr, sehr breit in Länder und breit in Währungen diversifiziert sind. Das heißt, wenn ich jetzt 16 Aktien aus Deutschland habe, bringt mir nichts. Das wäre eine Konzentration, die ich nicht möchte. Aber so eine Konzentration über mehrere Länder, ja, über Länder oder über Regionen. Also Regionen meine ich jetzt tatsächlich auch kontinental übergreifend. Da auch über Währungen, ich kürze das jetzt mal mit W ab. Wenn ich das so ein bisschen abbilden kann mit 16 Titeln, dann bin ich da sehr, sehr gut diversifiziert in diesem Portfolio drin. Und der Spaß kommt jetzt, wenn man die Studie nämlich weiterrechnet. Ich brauche irgendwann 500 Aktien, um das Ganze hier auf 99% hochzukriegen. Und dieser Unterschied hier, der ist gewaltig. Wenn ich mit Einzelaktien investiere, müsste ich tatsächlich mir hier einen ETF bauen, um 99% dieses Risikos auszumerzen. Und das ist mit gewaltigen Kosten verbunden, die einfach unglaublich ineffizient sind. Es lohnt sich nicht, das Ganze zu tun. Deswegen gefällt mir diese Lösung eigentlich ganz gut. Man könnte auch 20, 25 machen, das ist auch gar kein Problem. Wir fahren aktuell sehr, sehr gut mit 16 und deswegen bleibe ich auch erstmal dabei. Es wird sich eh in dem Portfolio noch was ändern, das werde ich dir gleich noch zeigen. Schauen wir einmal rein, was sind so die Positionen. Du wirst da eine gewisse Ähnlichkeit feststellen. Und wenn du diesen Kanal so ein bisschen länger verfolgst, alles, was ich auf dem Kanal hier erzähle, wirst du in diesem Portfolio wiedersehen. Ich bin kein großer Freund von großen Dividendenaktien, aus mehreren Gründen. Das hast du hier auf dem Kanal wahrscheinlich auch schon ein paar Mal gehört. Ich bin ein sehr, sehr großer Freund der Strategie, nach sehr, sehr konsumentenstarken Nachfragen zu suchen, also nach großem Konsumentenverlangen, nach Aktien mit hohem Konsumentenverlangen. Und die findest du tatsächlich auch hier wieder. Das ist die Novo Nordisk mit der Abnehmspritze Wegovy aktuell. Das ist hier auf der Nachfrageseite, vor allem bei der Athos der Fall, auf der Arbeitgeberseite. Das ist bei Tesla der Fall, gewesen zumindest. Aktuell geht das ja ein bisschen zurück, obwohl die Aktie auch wahnsinnig gut performt hat. Hier sind auch mehrere Aktiensplits mit drin. Hermes, Ferrari und Fope sind so, und Porsche auch vor allem. Das sind so die Aktien, die ich tatsächlich meine, die beim Konsumenten ein sehr, sehr hohes Verlangen wecken. Und wo man sich da eben sehr, sehr sicher sein kann, wenn die ein Produkt rausbringen, ein neues Produkt, da wird es immer wieder Leute geben, die es nur haben wollen, weil es eben von dieser Marke ist. Also eine sehr, sehr große Brand Awareness nennt man das Ganze auch, die hier stattfindet. Und dieses Marketingwissen, dieses psychologische Marketingwissen, das nehme ich mir tatsächlich mit ins Portfolio rein und bilde das hier dann entsprechend ab. Was ich auch mache, ist, das siehst du hier auch, die Positionen, die jetzt im Prinzip hier so ein bisschen vor sich hin dümpeln mit 35%, 34%, 4%, das sind alles sogenannte Beta-Aktien. Das Prinzip zeige ich dir einmal hier ganz kurz. Das ist im Prinzip eine Absicherungsstrategie. Und da greife ich schon ein bisschen drauf vor, was wir mit dem Portfolio jetzt noch vorhaben. Ich habe Aktien, die haben einen Beta-Koeffizienten, der ist ungefähr 1 oder der ist 1. Das heißt, meine Aktie läuft genauso wie der Gesamtmarkt 1:1 mit. Da gibt's keine Abweichung, die läuft 1:1 mit. Dann gibt es Aktien mit einem Beta von über 1. Das heißt einfach nur, wenn mein Markt, das ist jetzt hier in der Mitte, ich könnte das mal ein bisschen schöner machen, ich mache den mal blau, das hier ist mein Markt. So, dann laufen die entweder deutlich besser als der Markt oder deutlich schlechter als der Markt. Und dann gibt es Aktien, die haben ein Beta von unter 1. Habe ich jetzt einen Fehler gemacht? Ja, ich habe sie tatsächlich vertauscht. Aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Ja, also das ist auch ein Ding. Ich lasse es auch nicht rausschneiden, weil ich finde das wichtig, dass man Fehler tatsächlich heute auch mal wieder machen darf und dann nicht jeder kommt und jetzt da drauf rumhaut. Und selbst wenn, toll, habe ich einen Fehler gemacht, beruhigt euch. Nein, also
ganz uns mal klar zu machen, das hier sind dann die Aktien, die ich meinte, hier die besser steigen. Und das sind die Aktien, die ich jetzt meine mit der deutschen Börse, mit JP Morgan zum Beispiel, die hier drin sind. Das sind dann Aktien, wenn der Markt zum Beispiel fällt, dann kann es passieren, dass die einfach ein bisschen weniger fallen als der Markt. Ja, der Markt fällt jetzt hier oben, ich zeichne das mal kurz hier oben ein, der Markt fällt, vielleicht ein bisschen stärker. Und die Aktien, die fallen aber ein bisschen weniger. Wenn der Markt allerdings steigt, dann steigen diese Aktien tendenziell nicht so stark wie der Markt mit. Und das ist eine Absicherungsstrategie im Portfolio, damit ich nicht nur die Aktien drin habe, die vorne einfach alles wegrasieren, sondern auch die habe, die mich noch tendenziell abfangen, wenn der Markt eben ein bisschen nachgibt. Und dann habe ich gerne so eine Mischung daraus, eine sehr gesunde Mischung aus diesen beiden Strategien. Okay, jetzt gucken wir einmal ganz kurz rein. Was haben wir noch? Was haben wir überhaupt hier drin? Wie ist denn unsere Verteilung überhaupt nach Assetklassen? Wir haben hier ein bisschen Krypto mit drin. Das hier ist nicht ganz richtig. Was du nämlich vielleicht auch schon gesehen hast, ist, wir bauen hier gerade auch eine Goldposition auf. Die ist relativ frisch. Und das ist auch das, was wir mit dem Portfolio tatsächlich jetzt auch vorhaben. Es reicht langsam nicht mehr aus bei einer so großen Portfoliogröße, dass ich mich rein auf Aktien konzentriere, also hier jetzt die Aktienrendite immer mitnehme, auch mit den ganzen Schwankungen, weil bei großen Portfoliogrößen macht es sehr, sehr viel Sinn, ein sogenanntes Single-Asset-Portfolio, in dem letzten Video habe ich darüber auch schon mal gesprochen und hier findest du ein ganz ausführliches Video dazu, ein Single-Asset-Portfolio umzuwandeln in ein sogenanntes Multi-Asset. Das heißt, ich nehme mir dann auch Anleihen dazu, ich nehme mir auch dann gerne Gold mit dazu, ich nehme mir Rohstoffe dazu. Und ich nehme mir Devisen mit dazu. Der Unterschied Gold-Rohstoffe ist eben deswegen, weil der Wert von Rohstoffen oft an seiner Verknappung marktpsychologisch bewertet wird und Gold eine ganz andere marktpsychologische Bewertung hat. Da geht es eher um die Frage, wie viel kaufen jetzt Zentralbanken und wie viel Gold wird gerade gefragt in Bezug auf Absicherungsstrategien an der Börse. Da ist Gold ein bisschen anders als die anderen Rohstoffe. Deswegen behandle ich das gerne hier bei mir in der Firma gerne als eigene Assetklasse im Vergleich zu den Rohstoffen hier daneben. Und was da eben Sinn macht, ist, wenn der Markt fällt, das ist so ein bisschen die Idee dahinter, wenn der Markt hier jetzt fällt und unsere Aktien auch fallen, dann schichten Investoren um in eine dieser Assetklassen. Das Geld ist nie komplett weg aus dem Markt. Das habe ich in dem Video mal ganz, ganz klar beschrieben. Aber um es nochmal ganz kurz aufzugreifen, eine dieser Assetklassen wird tendenziell besser sein. Jetzt sagen wir mal, das hier wäre Gold. Dann macht es sehr, sehr viel Sinn, neben diesem Portfolio, neben diesen Aktien eben auch mindestens mal eine oder mehrere dieser Assetklassen mit im Portfolio drin zu haben, um eben da zu verhindern, dass unser Portfolio dann genauso stark weiter nach unten fällt wie der Markt, sondern dass unser Portfolio im Prinzip hingeht und hier so ein bisschen weniger schwankt und wir das dann auch ganz, ganz taktisch umschichten können, zum Beispiel die Goldposition dann hier sehr, sehr groß zu machen, um da zum Beispiel auch so ein bisschen Rendite noch mitzunehmen im Gold und dann vielleicht hier früher schon den Turnaround zu schaffen, währenddem der Markt noch ein bisschen fällt. Und dann können wir wieder gleichzeitig umsteigen in die Aktien, können das wieder auflösen und haben dann hinten raus so in der Theorie eine bessere Verzinsung. Das ist ein sehr, sehr aktiver Ansatz, das zu machen. Ist im Prinzip so ein bisschen wie Portfolio-Management, aber das macht man gerne mal bei größeren Depots. Das macht nicht sehr, sehr viel Sinn, große Depots immer nur in Aktien laufen zu lassen. Besonders nicht, wenn du später in deiner Börsenkarriere bist und dann mit einem einzigen Crash im Prinzip ganz viel von deinem Portfolio auf einmal weg ist. Daher kommen diese Absicherungsstrategien und das machen wir jetzt auch hier in diesem Portfolio. Okay, was ist sonst noch interessant? Schauen wir mal in die Dividendenentwicklung rein. Die ist tatsächlich deswegen so stark hier, weil gerade hier in dieser Zeit das Portfolio erst angefangen hat, die Größe zu haben, wie es eben jetzt hatte. Auch tatsächlich, hier haben wir Dividendenrendite, die persönliche ist die 1,73. Da war ich mit dem Kopfrechnen doch nicht so schlecht eben. Finde ich gut. Der Dividendenzeitraum, klar, auf ein Jahr 135,3% im Plus, aber das liegt daran, dass wir jetzt erst wieder neuere Positionen akquiriert haben. Der Sinn hinter der Sache ist tatsächlich zu sagen, irgendwann lösen wir diese Positionen mal ein bisschen mehr auf und holen uns dann eben noch mehr Assets mit dazu. Ganz zum Schluss noch, hier ist eine kleine Krypto-Position, die ich schon seit Ewigkeiten halte, die auch ganz gut gelaufen ist. Dann haben wir da tatsächlich über sehr, sehr viele Anlageklassen gestreut. Okay, wie sieht es denn da zukünftig aus mit dem Depot? Was erwarten wir? Dass das so weitergeht hier mit dieser Outperformance, war erstens gar nicht gedacht. Das hat sich so ergeben, hat sich jetzt so ein bisschen, natürlich habe ich es ein bisschen optimiert, auch so, dass man diese Outperformance jetzt halten kann, weil es natürlich auch sehr, sehr schön ist, das zu haben im Depot. Aber das ist jetzt nicht der Anspruch hier, zu sagen, wir werden jetzt über die nächsten 10, 20 Jahre diesen Markt weiter outperformen. Das ist jetzt gut gelungen.
Das ist uns vor allem auch kosteneffizient gelungen. Hier sind im Vergleich zum Depot relativ wenig Steuern angefallen, weil wir einfach sehr, sehr wenig verkauft hatten. Die Gebühren halten sich deutlich in Grenzen, weil wir tatsächlich hier einen Flatrate-Broker benutzen, über den wir das abwickeln können. Und da bleibt es jetzt eigentlich nur noch dran zu gucken, wie sich die einzelnen Titel tatsächlich entwickeln. Es kann natürlich sein, dass es immer wieder dazu kommt, dass wir hier mehrere Positionen auch mal tauschen müssen, je nachdem, wie sich diese Märkte entwickeln. Aber langfristig sind wir eigentlich sehr, sehr gut aufgestellt in diesen Firmen. Also gehe ich davon aus. Wir haben hier sehr robuste Geschäftsmodelle drin. Wir haben hier keine Geschäftsmodelle drin, wo ich jetzt tatsächlich auf Anhieb sagen würde, da wird es in den nächsten Jahren mal irgendwann dazu kommen, dass die Firma wirklich ersetzt wird. Und ja, bis dahin haben wir das Ganze sowieso in ein Multi-Asset-Portfolio umgewandelt. Und wenn dich das interessiert, wie wir das gemacht haben, dann können wir gerne nochmal ein Depot-Update hier auf dem Kanal veröffentlichen. Bis dahin kannst du das Depot aber auch jederzeit, wie gesagt, hier bei uns ganz transparent nochmal jederzeit nachverfolgen. Das auch relativ tief machen. Du kannst hier sogar bis in die Dividenden reinschauen. Und dann kannst du es für dich sehr, sehr gerne verfolgen. Wenn du Hilfe brauchst bei der Konstruktion deiner Portfolien, wenn du Hilfe brauchst beim Aufbau deines Vermögens oder wenn du einfach hier und da irgendeine Blockade hast und nicht weißt, wie du weiterkommst, und dich hat das Video jetzt sehr interessiert, auch vielleicht die letzte Portfolio-Optimierung, die ich gemacht habe auf dem Kanal, und auch die Aktienanalysen gefallen dir auf dem Kanal, dann melde dich doch sehr gerne bei uns für ein erstes kostenloses Beratungsgespräch, denn wir bauen Portfolien mit unseren Kunden auf. Ich coache meine Klienten darin, wie sie ihren Vermögensaufbau an der Börse nicht nur sehr effizient und langfristig gestalten können, sondern wie sie auch Portfolien absichern können. Genau das, was ich jetzt hier 1:1 vorhabe mit dem Depot. Und wie du dein Vermögen auch selber mit einem so großen Depot verwalten kannst. Wenn dich das interessiert, dann klick jetzt gerne hier unten auf den Link, den wir eingeblendet haben. Schau dir gerne unsere Internetseite an. Dort findest du auch nochmal eine Verlinkung auf das Strategiegespräch. Und dann freue ich mich natürlich auch sehr darauf, dich in einem ersten kostenlosen Strategiegespräch kennenzulernen. Bis dahin wünsche ich dir wie immer vom Guten nur das Beste und eine sehr, sehr erfolgreiche Handelswoche und viel Spaß dabei, mal ein bisschen durch unser Portfolio zu blättern und mal ein bisschen zu schauen. Vielleicht findest du auch die ein oder andere Inspiration. Ganz wichtig ist noch zu sagen, dass sie ist keine Aufforderung zum Handel, das ist keine Anlageberatung, dass es auch keine Kauf- und Verkaufsberatung ist. Du bist verantwortlich für deine Entscheidungen und das hier dient dir nur rein der Inspiration, wie man so ein großes Aktienportfolio verwaltet und wie man diese Aktien tatsächlich auch findet. Das war's von mir. Ich wünsche dir eine sehr, sehr tolle Handelswoche und sehe dich im nächsten Video wieder.